gucken, ob das was bringt. Hm. Ist der einfach, nee, ist zu kurz, ne? So, jetzt müssen wir das dann irgendwie drehen. Nee, so. Falsch rum. Ah, okay. Komm mal, der Wackel mehr. Ja, dann müsst ihr mal, ich mach das natürlich genau da so einen Flatsch hin. Mhm, ja, das dann ist das rüber. Ja, dann muss das rüber. Mhm. Und dann bringt es wahrscheinlich. Mhm. Auf den Tisch stellen und dann da runter. Das ist kein Problem. Dann wird das andere Kabel, müssen wir dann aber nehmen. Oder? Ist das noch? Das ist zu kurz. Wir können den Tisch aber auch rüber schieben. Ja, ist zumindest, warte mal, ein bisschen. Ja, das sieht man jetzt hier auf der Tafel genau dann den hellen Punkt. Da sieht man genau den hellen Punkt, Mist. Ja. Hm. Wenn man das so gegen die Decke strahlt. Ja, nehme ich den anderen mal ein bisschen höher. Wir haben noch ein bisschen höher. Noch höher? Ja. Noch ein. Ja. Ja, jetzt haben wir immerhin schon, so ist schon besser. Hm. Ja. Und sonst hätte man noch so einen, den wir hinstellen können, mit dem dahin. Bringt das was? Nee, ne? Wir machen das jetzt erstmal so. Ich lasse das jetzt mal so da. Wir machen das jetzt erstmal so. Ja, super. Und schon ein bisschen besser als ohne. Und optimal wäre jetzt noch die Deckenbeleuchtung. Gucken wir uns mal an, wie das geht. Die Lichtverhältnisse ändern sich ja auch. Bis wann haben Sie jetzt hier? Erstmal bis 10:30 und dann haben wir 5 Stunden Pause. Ja. Falls der Editor auch kommen will und gucken will. Kann man dann lasse ich euch das alles da. Ja. Ja, vielen Dank. Ist hier das Equipment, bringt er das jetzt jeden Morgen mit? Nein. Das steht hier. Ja, das kann das ja auch erstmal stehen bleiben. Den Raum muss er sonst keiner. Ne? Und dann lassen wir andere Sachen da auch erstmal drin. Hier, super. Ja, danke dir, perfekt. Dann brauche ich jetzt meinen Schlüssel erstmal. Alles klar. Ja. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Danke, schneller. Soll ich hier zumachen? Ja. Ja, ist besser, das halt so. Ja. So, die zwei Stifte, die da vorne liegen, die müssten funktionieren. Die tun es noch, okay. Die ist noch nachschub genug. Ist. Bitte? Die ist noch nachschub genug. Ah ja, super. Ja. Okay. Ich hatte überlegt, was jetzt praktisch wäre, dass ich am besten rechts dann den Einlasskreis hinmale und da immer wieder drauf zukomme. Ja, das kann man machen. Das ist natürlich die Frage, wenn das jetzt immer im Bild ist, ob man den Rest dann noch erkennen kann. Oder du schwenkst dann rüber. Dann schwenke ich rüber. Ja? Ja, dann schwenke ich Okay, kannst du vielleicht so ein bisschen nach vorne klappen? Mhm. Dann sieht man es besser. So ist optimal, ja, genau. Ja? Ja. Gut. Okay. Ja, dann herzlich willkommen zur
vierten, nee, dritten Analysisübung, genau. Ja, es ist wieder 9 Uhr, 9 Uhr morgens, für uns alle eine grausame Zeit, ne? Ist aber immer so, ne? Der Hauptunterschied ist eigentlich jetzt nur, zu Corona-Zeiten sind wir alle schon wach, ne? Ansonsten wären wir halt alle noch wach. Gut, ja, wir machen heute komplexe Zahlen. Und das habt ihr in der Vorlesung ja schon gehabt. Ich habe mal den Einheitskreis der komplexen Zahlenebene hier angemalt. Den werde ich immer wieder verwenden im Laufe der Übung. Ja, deswegen lasse ich den stehen und wir kommen immer wieder darauf zurück. Ja, genau, eingezeichnet sind halt jetzt die komplexen Zahlen 1, i, minus 1 und minus i. Und ja, warum ist das so? Ne, wir wissen ja, die komplexen Zahlen, also der C ist isomorph zu R². Ne, das heißt, wir können jede komplexe Zahl als Vektor auffassen. Ja? Und ja, ich schreibe das mal ganz ausführlich hin, damit es auch jeder versteht, warum das so ist. Ne? Die 1 kann ich ja zum Beispiel schreiben als 1 plus 0 mal i. Ne? Wir erinnern uns, jede komplexe Zahl Z hat ja die Darstellung a plus i mal b, wobei a der sogenannte Realteil ist, b der Imaginärteil und das i quasi die quadratische Gleichung x² gleich minus 1 löst. Ne? Ja, und die 1 kann ich natürlich schreiben als 1 plus 0 mal i, das ergibt mir dann den Vektor 1, 0, ne? Das ist genau hier. Ja? Das i kann ich schreiben als 0 plus 1 mal i, ne? Das ergibt mir den Vektor 0, 1. Ja? Die minus 1 schreibe ich als minus 1 plus i mal 0, ne? Gibt mir den Vektor minus 1, 0. Und das minus i schreibe ich als 0 minus 1 mal i. Ja? Und das ergibt mir dann den Vektor 0 minus 1. Ne? Okay, mir ist noch eine Kleinigkeit eingefallen. Der Peter hat ja den Körper der komplexen Zahlen als normierten Körper eingeführt. Entschuldigung. Und ja, mir ist noch eingefallen, dass in meinen Folien, wenn ihr da mal reingeblättert habt, auch der Begriff des metrischen Raums vorkommt. Und ich denke, den Begriff sollte man auch mal gehört haben. Und deswegen wollte ich da mal ganz kurz mal erstmal was dazu sagen, bevor wir zum Übungsblatt kommen. Ja, also ein metrischer Raum, ich nenne ihn mal Groß Omega, ja, das ist ein Raum, auf dem eine sogenannte Metrik definiert ist, ein Abstandsmaß. Das nenne ich mal klein d für Distanz, ne? Von Omega Kreuz Omega in die reellen Zahlen. Ja? Und wenn ich jetzt mir mal drei Elemente aus diesem Raum rausnehme, dann muss diese Funktion d die folgenden Eigenschaften haben. Ja, also die Distanz muss immer positiv sein, klar, ne, größer gleich 0. Und sie kann nur 0 sein, wenn die Punkte gleich sind. Ne? Also der Abstand zweier Punkte kann nur 0 sein, wenn die Punkte gleich sind. Ne, das ist die Definitheit, die man ja auch von der Norm erkennt. Ja, die zweite Eigenschaft ist die Symmetrie. Ja, d von a, b ist d von b, a. Ne, ist egal, ob ich von a nach b gehe oder von b nach a, ist dieselbe Distanz. Ne? Ja, und dann gibt es auch hier eine Dreiecksumgleichung. D von a, c ist kleiner gleich d von a, b plus d von b, c. Ja? Ne, ist auch intuitiv klar, wenn ich direkt von a nach c gehe, ist das näher, als wenn ich den Umweg über b gehe. Ne? Das heißt das. Ja? So, und wenn wir jetzt einen normierten Körper haben, dann haben wir ja da eine Norm definiert. Und wie kommen wir dann zu einem metrischen Raum? Ja, ganz einfach, indem wir definieren d von a, b gleich Norm b minus a.
Ja? Das ist die Distanz zwischen den beiden Punkten B und A und diese Eigenschaften sind damit automatisch erfüllt. Ja? Ist mir halt eingefallen, weil überall, wo man jetzt hingeht, sieht man nur Abstand, Abstand, Abstand. Ne? Und die Regel, die wir befolgen müssen, ist, ja, wenn, sagen wir mal, M1 bis Mn die Menge der Menschen sind, und dann gilt für alle paarweise verschiedenen Menschen, also für alle MI muss ungleich MJ sein, für I ungleich J, ja? Dann sind die Menschen paarweise verschieden und dann muss gelten die von MI, MJ größer gleich 1,5 Meter. Ja? Deswegen ist mir das eingefallen, weil ich das auf den Folien habe, wollte ich es auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ne? Okay. Ja, könnte man noch dazu sagen, wenn man jetzt die komplexen Zahlen als metrischen Raum nimmt, dann ist die Norm gleich dem Betrag. Ja, genau. Also für R und für R auch, ne? Genau, für ist R ist das gleich dem Betrag, wenn Omega gleich R ist oder Omega gleich C, ne? Ja, damit werden auch die reellen und die komplexen Zahlen auch zu einem metrischen Raum. Ja, dann kommen wir jetzt zum Übungsblatt. Ja, das sind heute vorwiegend entspannte Rechenaufgaben. Wir fangen mal ganz einfach an mit der arithmetischen Darstellung von komplexen Zahlen. Ja? Das ist die Aufgabe 1i. Wir haben zwei komplexe Zahlen gegeben, einmal z1 gleich 4 plus 3i. Und Z2 gleich minus 2 plus i. Ja? Und wir sollen jetzt ausrechnen Z1 mal Z2 quer. Ja, das ist eine neue komplexe Zahl und von der sollen wir wieder eine arithmetische Darstellung angeben, also eine Darstellung der Form a plus i mal b. Hm? So, zur Erinnerung, dieses Quer, das war die konjugiert komplexe Zahl. Ja, das heißt, wir müssen hier in Z2 das Plus i einfach durch ein Minus i ersetzen und dann haben wir die konjugiert komplexe Zahl. Hm? Also ist das gleich, gut, das heißt, einschreiben wir ab. 4 plus 3 mal i mal minus 2 minus i. Hm? Ja, der Rest ist jetzt Motivgesetz, ich muss dann ein bisschen im Vorzeichen aufpassen. Ne? 4 mal minus 2 ist minus 8. Dann haben wir da stehen noch minus 6i, minus 4i, so und jetzt aufpassen im Vorzeichen. Minus 3i Quadrat, aber i Quadrat ist ja minus 1, also ist das plus 3. So. Ja, minus 8 plus 3 ist minus 5 und hier haben wir noch minus 10i. Hm? Das war's für die Aufgabe. Okay, als nächstes wollen wir eine Polarkoordinatendarstellung einer komplexen Zahl rausfinden. Und zwar von dieser hier, 1 minus i durch 1 plus i. Ne? So, ja genau. Ja? So. Naja, jetzt stellen wir jetzt mal fest,
Diese Zahl ist noch gar nicht in arithmetischer Darstellung. Ja? Und um überhaupt eine Polarkoordinatendarstellung zu machen, brauche ich erstmal die arithmetische Darstellung. Ne? Ja, aber auch das war in der Vorlesung ja schon dran. Da gibt es einen Trick, den wir in der Analysis immer wieder verwenden. Ja? Wir erweitern den Bruch mit dem konjugiert Komplexen des Nenners. Ja? Das konjugiert Komplexe des Nenners ist 1 minus i. Also machen wir 1 minus i durch 1 minus i. Ne? Damit haben wir nichts falsch gemacht. Das kürzt sich ja wieder weg zu 1. Ne? So. Aber warum macht man das jetzt? Naja, weil ich jetzt im Nenner die dritte binomische Formel anwenden kann. Und das macht meinen Nenner reell. Ja? Ihr erinnert euch, war auch ein Satz der Vorlesung. Z mal Z quer, ja, ist immer der Betrag von Z zum Quadrat. Hm? Also reell. Hm? So, gut, den Zähler muss ich dann hinterher ausrechnen. Ich schreibe das erstmal 1 minus i Quadrat. Ja, und im Nenner steht dann natürlich 1 minus i Quadrat, also plus 1. Ne? Da gibt es insgesamt 2, also ist jetzt unser Nenner reell. Hm? Jo, den Zähler kriege ich mit der zweiten binomischen Formel ausgerechnet. Das ist 1 minus 2i, Vorsicht mit dem Vorzeichen, plus i Quadrat ergibt minus 1, ne? Durch 2. Ja. So. So, dann kürzt sich erstmal die 1 raus, anschließend die 2 und es bleibt übrig minus i. Ja. So. Ja, das ist quasi meine arithmetische Darstellung. Ich schreibe es nochmal ausführlich hin, ein letztes Mal. Das ist 0 minus 1 mal i. Ne? Ja. Ja, was waren jetzt nochmal die Polarkoordinaten? Ich mache gleich sowieso detaillierte Bildchen nochmal dazu auf, aber erinnern wir uns erst nochmal nur mental dran, was das war. Also man kann einen Vektor auch darstellen durch seine Länge. Ja? Und da C ein normierter Raum ist, haben wir diese Länge, nämlich das ist der Betrag. Ne? Und diesen Betrag, den haben wir im Zusammenhang mit Polarkoordinaten immer als R bezeichnet. Ja? Das wäre also der Betrag von minus i. Na gut, das ist 1. Ne? So, und die zweite Koordinate, die wir bei der Polarkoordinatendarstellung brauchen, ist der Winkel, der der Vektor in der komplexen Zahlenebene mit der x-Achse eingeht. Ja? Und da kommen wir jetzt nochmal auf den Einheitskreis. Ja? Das können wir direkt ablesen. Hm? Ja? Wir starten bei 1, ne? Da sind wir bei 0 Grad. Ne? Ja? Ne, da sind wir bei 0 Grad. Ja, und wenn wir auf i kommen, haben wir einen Winkel von 90 Grad. Ne? Auf minus 1 dann einen Winkel von 180 Grad. Und bei minus i einen Winkel von 270 Grad. Ne? So, 270 Grad ist 3pi halbe. Ja, also ist der Winkel, den wir hier suchen, e hoch 3pi halbe. Ja? Streng genommen ist das nicht richtig, weil wir suchen keinen Winkel im Bereich von 0, 2 Pi, sondern zwischen minus Pi und Pi. Ja, dann müssen wir den negativen Winkel hier nehmen. Ja, negativ ist immer ein Winkel, wenn er im Uhrzeigersinn gemessen wird. Und das wäre also minus 90 Grad. Ja? Ja, also wenn wir das voraussetzen wollen, dass der Winkel zwischen minus Pi und Pi liegt, dann müssen wir den nehmen. Ja, und dann ist das e hoch minus pi halbe mal i. Ja, das heißt, der Winkel wäre minus pi halbe. Ne? Ja, oder ich schreibe jetzt mal in Klammern. Ich schreibe mal oder. Gleich wäre falsch. Ne? Ja.
Ja, also wir würden euch jetzt keinen Punktabzug geben, wenn ihr 3Pi halb schreibt. Ne? Ist ja dann nur andersrum gesehen. Ne? So, wir hatten das aber hier an die Notation, dass der Winkel zwischen minus Pi und Pi liegen muss. Also nehmen wir minus Pi halbe. Damit ist unsere komplexe Zahl minus i, die wir hier betrachten, ist e hoch minus i Pi halbe. Ja? So, und gefragt war ja nach der Polarkoordinatendarstellung. Ja? Die ist natürlich dann r, phi. Ja, also das Tuppel, das aus diesen beiden Größen hier besteht, also 1 und minus Pi halbe. Ja? Gibt schon Fragen im Live-Chat? Ja, aber die sind irrelevant. Okay. Okay, so. Und bei allen folgenden Aufgaben, außer bei der letzten, hier ist um Konvergenz, also bei den nächsten beiden Aufgaben 2 und 3 brauchen wir immer wieder die Polarkoordinatendarstellung. So, und jetzt hat der Peter euch in der Vorlesung gar nicht verraten, wie man den Winkel Phi bestimmt, außer halt am Einheitskreis mit diesen vier Zahlen 1, i, minus 1 und minus i, damit ist es klar. Ja, aber ich zeige es euch mal im Detail, wie man es allgemein macht. Ja, also es geht jetzt erstmal allgemein um die Polarkoordinatendarstellung. So, das kann man sehr anschaulich, sehr schön erklären mit Hilfe von Bildchen. Ja, nehmen wir erstmal den einfachsten Fall. Das Bild kennt ihr schon aus der Vorlesung. Ja, wir haben eine komplexe Zahl mit a als Realteil und b als Imaginärteil. Ne? Das heißt, also auf der x-Achse stehen die Realteile und auf der y-Achse die Imaginärteile. Ne? So. Das r ist klar, also wenn wir die komplexe Zahl mal z nennen, ist r gleich dem Betrag von z, also Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Ne? So, aber wie bestimme ich jetzt allgemein den Winkel, den die komplexe Zahl mit der x-Achse einnimmt? Ja? So, Winkel werden traditionell erstmal gegen den Uhrzeigersinn gemessen. Ja, das heißt, was ich jetzt hier raus haben möchte, ist dieser Winkel phi, der gegen den Uhrzeigersinn gemessen wird. Ja? So, naja, was ist das denn jetzt hier? Hier haben wir einen rechten Winkel. Ja? Und ich habe mein Imaginärteil und mein Realteil ja gegeben. Ne? Ja? Welche Winkelfunktion kann ich denn da benutzen? Ja? Also, ne? B durch A zum Beispiel bietet sich ja an. Was ist das? Ja, B ist die Gegenkathete zu dem Winkel und A ist die Ankathete. Was ist nochmal Gegenkathete durch Ankathete? Ja, das ist der Tangens. Ne? Ja? So. Naja, wenn ich das Phi rauskriegen möchte, dann brauche ich natürlich die Umkehrfunktion. Und das ist der sogenannte Arcus-Tangens. Von B durch A. Ja?
So, das stimmt nicht immer. Ja? Das stimmt nur, weil wir uns hier im ersten Quadranten des Koordinatensystems bewegen, wobei also wo A und B beide positiv sind. Ja? Ansonsten bekommt man einen Übertrag rein, also man muss eine Fallunterscheidung machen. Ja? Bleiben wir jetzt mal bei dem Arcus Tangens. Der Tangens, zur Erinnerung, sieht ja so aus. Ne? Der hat bei Pi halbe und Pi, minus Pi halbe Polstellen. Ja, das deute ich jetzt mal so durch senkrechte gestrichelte Linien an. Ne? Und der verläuft so. Ja? Und wird dann immer periodisch fortgesetzt. Ne? Also hier hätten wir Pi, die nächste Nullstelle wäre bei Pi und so weiter. So, ne? Und hier auch. Ne? Ja, das ist der Tangens. Ne? Natürlich ist der nicht überall umkehrbar. Der ist nur hier in dem Bereich minus Pi halbe umkehrbar. Ja? Ja, und das kann ich machen und dann erhalte ich halt eine Funktion, Arcus Tangens, die Umkehrfunktion. Ja, die Wertemenge wird zur Definitionsmenge, die Wertemenge ist R. Ne? Durch den Tangens werden alle reellen Zahlen angenommen. Ja, und die Wertemenge des Arcus Tangens ist jetzt die Definitionsmenge des Tangens. Ich darf ja nur auf dem Intervall minus Pi halbe umkehren. Also bildet der Arcus Tangens genau in dieses offene Intervall ab. Ja? Also das ist der Tangens und der Arcus Tangens sieht so aus. Da habe ich halt auf der Y-Achse mein Intervall minus Pi halbe, ja. Und das sind halt Schranken, die die Funktion niemals erreicht, ja. Also so sähe dann der Arcus Tangens, ja, weil der Tangens umkippt, ne? Nur auf dem Intervall. Ja? Ja, das Ganze geht gut, ja, wenn B und A positiv sind. Ne? Ja? Dann ist nämlich B durch A auch positiv. Ja? Und ja, dann kann ich einfach nur umkehren, ne? Weil ich ja hier im, ja, also zumindest wenn ich mich im Intervall von 0 bis Pi halbe bewege, ne? Ja, ist das ja okay, ne? Aber ich bin ja hier im Bereich 0 Pi halbe, ne? Im ersten Quadranten. Deswegen kann ich einfach naiv meine Umkehrfunktion anwenden, ja. Das gilt aber nicht mehr, wenn ich die 90 Grad überschreite. Ja? Wenn ich mich zum Beispiel im zweiten Quadranten bewege, dann bin ich nämlich hier. Ja, dann ist der Tangens auf einmal negativ. Ja? Ja, das müssen wir jetzt alles mal separat betrachten. Ne? Und wir wollen, ja wie gesagt, landen in dem halboffenen Intervall von minus Pi bis Pi. Ja, also Pi gehört dazu und minus Pi nicht. Ne? Das ist vorgegeben, Phi soll in diesem Intervall liegen. Ja? So, hier ist kein Problem, sind wir zwischen 0 und Pi halbe, sind wir drin. Ja? So, dann kommen wir mal zu den etwas problematischen Fällen. Hm? Peter? Kann ich rein oder? Ich weiß nicht, wo es ist. Ja. Oder machen Sie gerade? Ja, wir machen gerade. Also ja. Ist live, muss man an der, am Licht noch was getan werden. Das ist egal. Ja, ich mach trotzdem weiter. Ja, ich will nicht. Ja. Also, ja. So. Also. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir im zweiten Quadranten sind. Ja, das heißt, wir haben hier wieder auf der X-Achse unseren Realteil und auf der Y-Achse unseren Imaginärteil. Was wir jetzt haben möchten, ist
dieser Winkel hier, diesen stumpfen Winkel wollen wir jetzt berechnen. Ja, der liegt natürlich im Bereich zwischen minus Pi und Pi. Ne? Aber wenn wir einfach nur den Arcus Tangens stur auf B durch A anwenden, ja, dann bekommen wir nicht diesen Winkel Phi, sondern wir bekommen diesen Winkel hier. Ja? Phi Schlange. Und dieser Winkel ist negativ. Also im Uhrzeigersinn gemessen. Ja? Ne, warum ist das so? Wenn B ist ja positiv, A ist negativ, dann ist B durch A negativ. Ne? Ja, aber dann nimmt der Tangens. Der Tangens ist negativ. Ja, und wenn ich die Umkehrfunktion anwende, einfach nur Arcus Tangens, bekomme ich einen Winkel aus diesem Bereich hier. Ja? Zwischen minus Pi halbe und 0. Den will ich aber nicht. Ne? Ich will den Winkel Phi haben. Ne? Kriege nur den Winkel Phi Schlange aus dem Bereich, wie gesagt. Ne? Ja, was mache ich? Wie kriege ich dann Phi? Naja, Phi Schlange ist ja negativ. Ne? Ich addiere einfach 180 Grad drauf, also Pi. Ne? Ja, dann lande ich nämlich, ne, das ist negativ, ich werde kleiner als Pi, bleib aber größer als minus Pi. Ne? So, das heißt, ich lande hier in meinem gewünschten Intervall. Ja? Das heißt, im zweiten Quadranten muss ich ein Pi addieren. Ja? Okay, jetzt gucken wir uns das Ganze an für den dritten Quadranten. Der Begriff Quadrant ist klar, ne? Das sind die Vierteilung des Koordinatensystems. Erster Quadrant, zweiter Quadrant, dritter Quadrant, vierter Quadrant. Ne? Okay, so, da haben wir unser Z hier, im dritten Quadranten. Hier ist wieder A, hier ist B. Das sind beide negativ, sowohl der Realteil als auch der Imaginärteil. So, was möchte ich für einen Winkel haben? Ich will minus Pi Pi sein, das heißt, ich will diesen Winkel hier haben, und zwar im Uhrzeigersinn gemessen. Ja, das heißt, dieses Phi will ich haben und dieses Phi ist negativ. Das ist ein negativer Winkel. Im Uhrzeigersinn ist natürlich so rum. Entschuldigung. Ja. Ja, den Winkel will ich haben. So, welchen Winkel kriege ich denn? Naja, wenn B und A beide negativ sind, ist B durch A positiv. Ja? Ja. Und wenn ich dann stur den Arcus Tangens anwende, lande ich wieder in dem Bereich 0 Pi halbe. Ja? Das heißt, ich bekomme diesen Winkel, Phi Schlange, ja? Der gegen den Uhrzeigersinn gemessen ist, der ist nämlich positiv. Ne? Wie gesagt, der ist in dem Bereich 0 Pi halbe. Ne? Ja, wie bekomme ich jetzt mein Phi aus Phi Schlange? Phi Schlange ist ja jetzt in dem Fall größer 0. Ich will aber ein negatives Phi haben. Na, dann ziehe ich einfach 180 Grad ab. Ne? Also bilde minus Pi. Ne? Und lande natürlich dann wieder in meinem gewünschten Intervall. Ja.
So, der 14 Quadrant ist wieder einfach. So, das ist hier unser Z, hier A und hier B. Ne? B ist negativ, A ist positiv. Ja, was will ich für einen Winkel haben? Ich will auch hier wieder einen negativen Winkel haben, weil ich ja unterhalb der X-Achse liege. Also den Winkel hier im Uhrzeigersinn messen, im Uhrzeigersinn gemessen, Phi. Ne? Diesen Winkel will ich haben. Ja, welchen Winkel bekomme ich? B ist negativ, A ist positiv, dann ist B durch A negativ. Ja, und dann bekomme ich wieder in dem Bereich meinen Winkel, wo der Tangens negativ ist. Ne? Also zwischen minus Pi halbe und 0. Ja, das will ich auch haben. Ne? Passt. Ne? Also ist Pi einfach hier nur ganz einfach der Arcus Tangens von B durch A. Ne? Ja, das heißt, also nur im dritten und im zweiten und im dritten Quadranten, das wäre der vierte, ne? Muss ich halt einmal plus Pi und einmal minus Pi rechnen. Im ersten und im vierten Quadranten kann ich einfach nur den Arcus nehmen. Ja? Ja, hier ist noch eine Frage. Ja, klar. Wenn Phi Schlange kleiner 0 ist, wäre dann das Intervall nicht von minus Pi bis Pi? Verstehe die Frage nicht so ganz, aber wenn Phi Schlange kleiner 0 ist, dann ist das sozusagen im Einheitskreis ja nicht eindeutig. Das könnte halt ja im vierten oder im zweiten Quadranten liegen. Ja. Und das muss man eben unterscheiden. Das muss man unterscheiden, genau. Ja. Hm? Ja. Weil der Arcus Tangens halt nur von minus Pi halbe bis Pi halbe definiert ja, ist. Ja, eben. Ne? Okay, gut, ja, es gibt noch zwei Spezialfälle, die man sich betrachten muss. Die man betrachten muss, habt ihr euch bestimmt schon gefragt, was ist, wenn A 0 ist? Dann tut das natürlich vorne und hinten nicht, weil ich ja nicht durch 0 dividieren kann. Ja? Aber, gut, okay, gehen wir nochmal zum Einheitskreis. Das ist leider besser. Ja, wenn A 0 ist, ne, ja, dann sind wir natürlich entweder hier bei I oder bei minus I. Ja? Ne, und wenn dann also B positiv ist, bei I sind wir nur, wenn B gleich 1 ist, ne, aber wir sind, wenn B positiv ist, sind wir irgendwo hier, ja, auf der positiven Y-Achse, und dann ist der Winkel natürlich 90 Grad, also Pi halbe. Ne? Und wenn B negativ ist, sind wir hier irgendwo auf der negativen Y-Achse, ja, und dann ist der Winkel minus Pi halbe. Ne? Das, was wir eben auch bei der Aufgabe 1 schon hatten. Ne? Also für A gleich 0 brauchen wir noch die Fallunterscheidung B positiv, dann ist Phi gleich 90 Grad. Und für B negativ ist Phi gleich minus 90 Grad. Ne? Ja. Das wäre minus Pi halbe im Uhrzeigersinn gemessen und gegen den Uhrzeigersinn gemessen wäre das ja plus Pi halbe. Ja? So, das heißt, ich kann euch jetzt eine Formel hinschreiben, ne, womit ihr dann den Winkel Phi dann ganz einfach berechnen könnt. Also, was haben wir gesagt? Phi ist gleich, mal eine ganz große geschweifte Klammer machen, der Arcus Tangens einfach von B durch A. Wenn wir uns im ersten oder im vierten Quadranten bewegen, das heißt, wenn
a größer 0 ist. Ne? Ja? So, wenn wir uns im zweiten Quadranten bewegen, müssen wir Pi addieren, haben wir eben gesagt. Ja, für a negativ und b positiv, ne, im zweiten Quadranten. Also nur wenn a negativ ist, brauchen wir überhaupt die Fallunterscheidung zu machen. Ja, im dritten Quadranten müssen wir Pi subtrahieren. Ja, für a negativ und b auch negativ. Ja, und dann haben wir noch die zwei Spezialfälle. Phi ist gleich 90 Grad, also Pi halbe, wenn a gleich 0 ist und b größer 0. Und minus Pi halbe, wenn a gleich 0 ist und b kleiner 0. Ja? Und 0, wenn beides 0 ist. Dann sind wir ja, bei der 0. 0 hat dann Länge 0 und Winkel 0. Ich glaube, das klärt jetzt auch nochmal die Nachfrage. Beim zweiten Punkt müsste, glaube ich, b größer gleich 0 stehen. Wir können ja auch. Stimmt. Nicht? So, nicht? Und jetzt ja. Sozusagen zu der Nachfrage, weil da steht, das ist nochmal von vorhin mit dem minus Pi bis Pi, da geht es sozusagen um die Grenze hier. Nicht? Derjenige meinte halt, dass wenn Phi negativ ist, wir doch hier eine runde Klammer machen könnten. Ist, ach, das meinte er. Ah, ja, okay. Ist richtig, aber Phi kann halt auch Pi sein. Ja. Nicht? Und das tritt halt genau dann hier auf, wenn B gleich 0 ist. Ja. Genau. Ich glaube, hoffe jetzt, damit ist die Frage dann beantwortet. Ja. So. Gut. Ja, ich habe da eine schöne einfache Formel, wie ihr die Polarkoordinaten berechnen könnt, und die wenden wir jetzt auf die nächsten Aufgaben an. So, ich fange schon mal links an, langsam wegzuwischen. Die Formel findet ihr auch in meiner Folie, in meinen Folien, glaube ich. Ich meine, die müsste da drin sein. Ja, jetzt wische ich es weg. Okay, dann kommen wir zur Aufgabe 2. Wir wollen eine komplexe Potenz berechnen, nämlich Wurzel 3 halbe plus i halbe hoch 18. So, das machen wir natürlich nicht mit der binomischen Formel, um Gottes Willen, ja, sondern wir brauchen die Polarkoordinatendarstellung, dann brauchen wir nur das Rezipotenzgesetz. Ja. Also, was haben wir denn hier? Nennen wir das die komplexe Zahl mal z, die in der Klammer steht. R ist der Betrag von z. Ja, das ist Wurzel aus a² plus b², also 3 Viertel plus 1 Viertel. Das ist 1. Ja, und jetzt muss ich mir überlegen, welchem Quadranten bin ich. Der Realteil ist Wurzel 3 halbe, der Imaginärteil ist 1 halb. Also bin ich im ersten Quadranten, brauche mir überhaupt keine Sorgen zu machen. Das ist einfach nur, Phi ist der Arcus Tangens von 1 halb mal Wurzel 3 durch 1, andersrum, Entschuldigung, B durch A, nicht A durch B. B durch A, ne? Also 1 halb durch 1 halb mal Wurzel 3.
So. So, jetzt kommen wir natürlich mit dem Taschenrechner. Ne? Würdet ihr das jetzt am liebsten machen? Das brauchen wir aber nicht. Ja? Die Aufgaben sind so gestellt, immer, dass ihr keinen Taschenrechner braucht. Ja? Also in dem Fall, achso, im Test kann das vielleicht anders sein. Im Test braucht man dann noch. Im Test braucht man einen Taschenrechner. Ne? Entschuldigung, da war ich zu schnell, aber sämtliche Übungsaufgaben und Klausuraufgaben sind so gestellt, dass ihr keinen Taschenrechner braucht. Ne? Also hier braucht man auch keinen. Ja, wäre natürlich schön, wenn in der Klammer irgendwas mit Tangens stehen würde. Ne, dann hätten wir dann A cos Tangens von Tangens und das hebt sich auf und dann hätten wir das Problem gelöst. Ja? So, hier steht ein Bruch. Und der Tangens ist ja bekanntermaßen Sinus durch Cosinus. Ne? Also wird das, was im Zähler steht, Sinus von irgendeinem Winkel sein und im Nenner, das, was im Nenner steht, wird der Cosinus von demselben Winkel sein. Ja? So, und jetzt gucken wir mal in die Hülsische Tabelle. Oh! Da war was kaputt. Wir reißen ja alles ab. Okay. Ja, also der Winkel ist Pi Sechstel, also 30 Grad. Ja? Also schreibe ich jetzt mal hin, Arcus Tangens von Sinus Pi Sechstel ist 1/2 und der Cosinus von Pi Sechstel ist 1/2 mal Wurzel 3. Ja? Ja, das ist ja schön. Für Sinus durch Cosinus schreibe ich das Tangens. Also steht da Arcus Tangens von Tangens, machen wir es einmal ganz ausführlich. Von Pi Sechstel ist Pi Sechstel. Ja? Das heißt, Z ist gleich R, also 1 mal E hoch I Pi Sechstel. Ne? Und die Polarkoordinaten, Darstellung lautet 1 und Pi Sechstel. Ne? Ja, dann kommen wir zur Potenz. Ne? Die wollen wir ja berechnen. Z hoch 18 ist ja dann gleich E hoch I Pi Sechstel. Das Ganze hoch 18. Ne? Das können wir ja ganz leicht mit dem dritten Potenzgesetz berechnen. 18 durch 6 ist 3, also ist das E hoch I 3 Pi. So, 3 Pi, ne, das ist ja einmal komplett um den Einheitskreis rum und dann nochmal 180 Grad, also so, im Endeffekt haben wir uns dann nur um 180 Grad gedreht, also ist das gleich E hoch I Pi. Ja, und dann gab es ja in der Vorlesung diese Formel, ne? Ich glaube, die Eulersche Formel heißt die. Das ist Cosinus Pi plus I mal Sinus Pi. Ja? So, der Cosinus von Pi ist minus 1 und der Sinus von Pi ist 0. Also minus 1. Ne? Hier kommt eine Nachfrage. Ja, ich verstehe nicht, wie man auf die anderen Zahlen kommt, wie Z. Die anderen Zahlen wie Z. Ja, also ich verstehe nicht, wie man auf die anderen Zahlen kommt. Punkt. Wie Z. Punkt. Also Z ist sozusagen hier jetzt einfach nur die Definition. Nicht? Wir definieren Z als... Haben wir eigentlich Latenz? Bezieht das jetzt wirklich auf die Aufgabe? Oder? Ja, die Latenz sind ja nur 30 Sekunden. Okay. Hm? Und also Z ist ja einfach nur eine Definition. Ich habe das einfach noch so, ich habe das nur Z genannt, damit ich nicht immer Wurzel 3 halbe plus I halbe schreiben muss. Ja. Ja? Genau. Das ist nur Definition. Hm? Eine abkürzende Schreibweise. Hm?
Und dann kommt noch eine andere Frage. Kann man nicht auch immer den Arcus Cosinus nutzen? Phi ist gleich Arcus Cosinus von A durch R. Theoretisch ginge das auch, ne? Ja, wenn man es richtig macht. Muss man auch richtig machen, ja. Ne? Ja. Das geht auch, aber da müsste auch die Fallungserscheinung machen, ne? Ja, gucken. Überlegen Sie sich das ruhig mal. Ne? Gucken Sie sich mal, was das für die einzelnen Quadraten bedeutet. Ne? Mhm. Müsste theoretisch genauso gehen, ja. Okay. Gut, und dann kommt hier noch eine Bemerkung. Eigentlich heißt die Formel ja R mal in Klammern. Cosinus Phi plus I Sinus Phi. Achso, das R ist 1. Richtig, aber das R ist hier ja 1. Ja. Ganz genau. Hm, R ist gleich 1, schreibst du nochmal hin. Gut, das war es jetzt. Mir scheint hier nicht gekommen. Mhm. Ja, was haben wir jetzt als Endresultat da stehen? Z hoch 18 ist minus 1. Ja? Das heißt, dieses Z, dieses Wurzel 3 halbe plus I halbe ist eine 18. Wurzel aus minus 1. Ja? Wir wissen ja, ja, jede komplexe Zahl hat k-te Wurzeln. Ja? Und sowas wollen wir jetzt in der nächsten Aufgabe bestimmen. Ja? Bestimmen Sie alle komplexen Lösungen von so einer algebraischen Gleichung. Aber das läuft immer darauf hinaus, im Endeffekt irgendwelche Wurzeln zu berechnen. Gut, also Aufgabe 3. So, wir betrachten die Gleichung z hoch 7 minus i minus 1 ist gleich 0. So. Gut, wir bringen das i minus 1 auf die andere Seite. Dann steht da z hoch 7 ist gleich i plus 1. Ja? Das heißt, die Aufgabenstellung lautet, alle 7 17 Wurzeln von i plus 1 zu bestimmen. Ja? Und das machen wir jetzt. Hier brauchen wir die Polarkoordinatendarstellung von 1 plus i. Ja, die haben wir relativ schnell. R ist Wurzel 2. Und Phi ist der Arcus Tangens von 1 durch 1. Ja? Wir sind im ersten Quadranten, also bleibt es dabei. So, jetzt brauchen wir einen Winkel, wo Sinus und Cosinus gleich sind. Dann gucken wir wieder in die physische Tabelle rein. Und das wird der Winkel Pi Viertel sein. Ja? So, ich schreibe es mal ganz ausführlich hin. Die Werte, die angenommen, der Wert, der von Sinus und Cosinus bei Pi Viertel angenommen wird, ist ein halb mal Wurzel 2. Ne? Ja. Ja, also nochmal, damit hinterher nicht die Frage kommt, wieso auf einmal halb mal Wurzel 2. Wir suchen einen Winkel, wo Sinus und Cosinus gleich sind, weil hier steht ja 1 durch 1. Ne? Dieser Winkel ist Pi Viertel. Und Sinus und Cosinus von Pi Viertel sind beide ein halb mal Wurzel 2 mal Wurzel 2. Das ist ein Zwischenschritt, den brauchen wir nicht unbedingt. Ja? So. Also kurzum, der Winkel ist Pi Viertel. Hm? So. Und jetzt gab es ja diese Formel von Moivre. Hm? Und wenn wir wieder an den Einheitskreis denken, sind die Kartenwurzeln ja immer komplexe Zahlen, die immer im selben Winkel zueinander stehen. Ne? Und dann komplett irgendwann habe ich mich im Einheitskreis einmal rumgedreht und dann fängt es wieder von vorne an. Ne? Das heißt, wir haben nur k-karte Wurzeln. So, jetzt habe ich
Jetzt habe ich K-Karte Wurzeln gesagt und jetzt habe ich das hier in der Musterlösung mit ZK bezeichnet. Ich würde gern bei der Notation der Musterlösung bleiben. Ja? Also ZK. K ist jetzt nicht die Karte Wurzel. Also K ist jetzt nicht 7, sondern K ist ein Laufindex, der geht von 0 bis 6. Ja? Also ein kleiner Unterschied. So, das ist jetzt nach der Formel, ist siebte Wurzel aus R, ja, mal E hoch I, Phi Siebtel plus 2K Pi Siebtel, ja. Also ich muss immer noch irgendwie ein Vielfaches von 2 Pi drauf addieren, ja. So, und irgendwann habe ich hier mit dem, was hier im Exponenten der Klammer steht, das 2 Pi überschritten und dann fängst du mir von vorne an. Ja? Ja? Also die Formel, die Peter ja bewiesen hat, besagt, dass es nur 7 siebte Wurzel gibt. Also geht K von 0 bis 6. Ja? So, der Rest ist nur noch einsetzen. Hm? Ich schreibe mal ein paar. Ja, ein paar schreibe ich mal hin, dann schreibe ich eine allgemeine Formel hin. Sonst hast du viel Schreibarbeit, Z0. So, die siebte Wurzel aus Wurzel 2 ist natürlich die 14. Wurzel aus 2. So, und ja, E hoch Phi Siebtel, Phi ist Pi Viertel, dann ist das E hoch I Pi 28. Ja? So, Z1 wäre 14. Wurzel aus 2. So, dann muss ich es hier für K1 einsetzen. Dann steht da, machen wir es einmal ausführlich, mal E hoch I. Hier steht wieder Pi 28. Und hier steht 2 Pi Siebtel auf 28. gebracht, wäre 8 Pi Siebtel. 28. Entschuldigung. So, also E hoch I 9 Pi 28. Ja? So, und das rechne ich jetzt für die anderen verbleibenden 4 Wurzeln auch noch aus. Und das ergibt sich insgesamt die folgende Formel. Wo schreibe ich es am besten hin? Also, ja, die unterscheiden sich ja hier nur um diesen Faktor, der hier im Zähler steht. Bei Z0 ist er 1, bei Z1 ist er 9 und die anderen Faktoren, die auftreten, also beginnend jetzt mit 1 und 9, dann hätten wir 17, 25, 33, 41, 49, ja. Und wenn wir jetzt hier, wenn wir K gleich 7 einsetzen würden, ne, dann hätten wir natürlich 2 Pi überschritten, ne, weil 2, die 7 hier, wenn K gleich 7 wäre, würde sich ja hier mit der 7 wegkürzen, dann bleibt hier 2 Pi übrig, dann steht 2 Pi plus 4 Siebtel, damit haben wir 2 Pi überschritten, damit ist der Feierabend. Ja, das heißt, nur für diese 6 J's, also nur diese 6 J's müssen wir betrachten und die Wurzeln ergeben sich als ZJ gleich 14. Wurzel aus 2 mal E hoch I J Pi 28. Ja? So. Von mir aus kann ich es dann noch schreiben, wenn ich die arithmetische Darstellung haben will. 14. Wurzel aus 2 mal Cosinus von JP 28. plus I mal 14. Wurzel 2 mal Sinus JP 28. Ja.
damit haben wir die 7, 17 Wurzeln von I plus 1 bestimmt. Okay, hier sind nochmal zwei Fragen. Einer fragt, woher die 14 kommt. Wieso die 14. Wurzel? Die siebte Wurzel aus Wurzel 2. Genau, das ist Potenzrechnung. Und mal ausführlich machen. Die siebte Wurzel aus Wurzel 2. Wurzel 2 ist 2 hoch 1/2. Ja? Also die siebte Wurzel aus 2 hoch 1/2. Und das ist also 2 hoch 1/2 hoch 1/7. Ne? Die siebte Wurzel ist hoch 1/7. Potenzgesetz ist 2 hoch 1/14. Und das ist die 14. Wurzel aus 2. Ja? Ja, sonst Fragen? Ja, dann hatte vorhin noch mal zu der Aufgabe jemand gefragt, aber da verstehe ich die Frage auch nicht ganz und ich habe ihm auch schon geantwortet. Also da meint er, wie man auf Pi Drittel kommt, das müsste doch eigentlich, Pi Drittel kommt in der Aufgabe davor, in Aufgabe 2, das müsste doch eigentlich Pi Sechstel sein. Ich glaube, doch, war doch Pi Sechstel. Ja, ja, er meinte aber, das wäre Pi Drittel. Und, aber das Pi Sechstel ergibt sich ja aus dem Arcus Tangens und dann hat man das halt in diese Formel R mal Cosinus Phi plus I Sinus Phi eingesetzt. Ja. Und dann kam das Ergebnis raus. Zur Not nochmal die Musterlösung. Ja. Okay. Ja, damit habt ihr den Stoff für den ersten Test. Da wird Peter euch gleich mal was dazu sagen. Die gibt es um 11:45, ne? Thema wird sein komplexe Zahlen. Ne? All das, was wir jetzt heute gemacht haben und frühe Wochen der Vorlesung. Ja, genau. Ne? Ja, damit sind wir jetzt an der Stelle mit den komplexen Zahlen durch. Wie spät haben wir es jetzt? Ja, nur noch 28 Minuten. Oh Gott, na gut, die kriege ich glaube ich gar nicht mehr voll. Macht nicht. Wir müssen echt mehr Übungsaufgaben machen. Okay, ja, die Aufgabe, die ich jetzt noch mache, die wird auch sehr testrelevant sein, aber als erst beim zweiten Test. Ja, wir kommen jetzt zum nächsten großen Thema, nämlich Folgen und Konvergenz von Folgen. Ja, okay, dann, wenn wir die Zeit jetzt noch haben, kommen, dann wiederholen wir das auch nochmal, was Konvergenz anschaulich bedeutet. Ja, also, üblicherweise haben wir eine Folge immer mit ein bezeichnet, ne? Ja, also eine Abbildung von den natürlichen Zahlen in die reellen Zahlen, ja, und wir haben dann von einem sogenannten Grenzwert gesprochen, ja. Anschaulich ist das ein Wert, ja, dem die Folge sich quasi beliebig nähert, den sie aber nicht unbedingt erreichen muss. Also es kann sein, dass sie diesen Grenzwert nie erreicht, aber dem beliebig nahe kommt. So kann man sich Konvergenz anschaulich vorstellen. So, ich schreibe erst noch mal die allgemeine Definition an mit dem Epsilon und dann mache ich mal ein Bildchen zur Veranschaulichung. Also, eine Folge AN heißt konvergent gegen einen Grenzwert, Grenzwert kürze ich jetzt mal ab, mit GW, ja, A. Und Grenzwert hat man mit A bezeichnet, genau dann, wenn, so und jetzt kommt's, für alle Epsilon größer 0 gibt es ein N0 aus N, sodass für alle N größer gleich N0 Betrag an minus a kleiner Epsilon. Also, obwohl es hier völlig irrelevant ist, ob hier kleiner oder kleiner gleich steht. Ne? Ja, für alle Epsilon größer 0 steht er. Das heißt, wir dürfen Epsilon beliebig wählen. Ja,
Und was auf der rechten Seite hier steht, Betrag AN-A, kleiner Epsilon, ja, das bedeutet ja, dass die Distanz, also der Abstand zwischen AN und A kleiner als irgendeinem beliebigen Epsilon ist. Ja. Mit anderen Worten, das AN liegt dann innerhalb eines Epsilon-Streifens von A entfernt. Ja, und Epsilon können wir so klein machen, wie wir nur wollen. Ne? So, das heißt, angenommen, wir haben hier irgendwie auf der Y-Achse unseren Grenzwert A. Ja? So, und jetzt legen wir um dieses A einen Epsilon-Streifen. Ne? Ja, also hier hätten wir A plus Epsilon und hier drunter hätten wir A minus Epsilon. Ne? Ja? So. Und wir dürfen Epsilon so klein wie möglich wählen. Ne? Das heißt, wir machen den Streifen immer enger, immer kleiner. Ne? Ja? Und egal wie klein wir den machen, ja, irgendwann wird ein AN da drin liegen. Ja? Und danach alle. Danach alle Folgeglieder, die dann noch kommen, die bleiben im Epsilon-Schlauch. Ja? So, jetzt kommen wir noch zu der Frage, ja, ab wann, habe ich gesagt, ab wann gibt es so ein AN? Ja, dafür ist dieses N0 zuständig, ne? Das steht da, für alle Epsilon groß von 0 gibt es ein N0. Das heißt, ne, wenn man es, ne, Aussagenlogik, das N0 ist natürlich von Epsilon abhängig. Ne? Schreibt mal dabei, N0 ist gleich N0 von Epsilon. Ja? Ne? Abhängig von Epsilon. Ne? Kommt natürlich darauf an, wie klein ich den Schlauch wähle. Ne? Ab irgendeinem Folgeglied N0 liegen alle anderen in dem Epsilon-Streifen. Ja? Klar, wenn ich jetzt den, ja, das könnte jetzt zum Beispiel hier mein AN0 sein. Ne? Ab dem N0 liegen alle drin. Wenn ich meinen Streifen jetzt breiter wähle, ne, würde ich schon früher vielleicht ein N0 finden, sodass ab dann alle drin liegen. Ne? Wähle ich den Epsilon-Streifen aber noch kleiner, dann werde ich wahrscheinlich später so ein N0 finden, ab dem alle Folgeglieder drin liegen. Ja? So, und das ist die mathematische korrekte Definition für sich einem Grenzwert beliebig nähern. Ne? Ja, dieser Grenzwert A muss niemals getroffen werden von der Folge. Ne? Das muss nicht sein. Ja? Gut, dann hoffe ich, dass, also der Begriff der Konvergenz ist halt sehr, sehr wichtig. Ne? Den sollte jeder verstanden haben. Ne? Sowohl anschaulich als auch die mathematische Formulierung, ne? Das sollte jedem klar sein, ne? Wenn nicht, fragt nochmal nach, ne? Oder was auch immer, oder lest es nochmal nach. Also ein ganz, ganz wichtiger Begriff, ohne den wir in der Analysis einfach nicht auskommen werden. Ja? Gut, jetzt geht es bei der letzten Aufgabe noch darum, ja, so ein N0 mal festzulegen. Ne? Also es soll ein beliebiges Epsilon vorgegeben sein und wir müssen jetzt zu dem Epsilon ein N0 finden. Ne? Dieses N0 ist natürlich dann wahrscheinlich abhängig von dem Epsilon. Ne? Ja? Und zwar natürlich bei einer konkreten Folge und bei einem konkreten Grenzwert. So, die Folge lautet 4. AN gleich N mal N plus 3 minus 4 durch
n Quadrat minus 1. Ja? Und der Grenzwert soll sein 1. Ja. Ja, das heißt, wir fangen an mit der rechten Seite, Betrag an minus a. Ne? Und versuchen das irgendwie kleiner als ein Epsilon zu kriegen. So, das ist jetzt erstmal ein bisschen Rechnerei. Ne? Einsetzen, Betrag n mal n plus 3 minus 4 durch n Quadrat minus 1 minus 1. Ne? A ist gleich 1. Ja, kleines bisschen Bruchrechnung. Gleichnamig machen, einen Nenner bringen. Ja gut, der Hauptnenner ist n Quadrat minus 1. Na komm, ich schreibe es ab damit. Machen wir es kleinschrittig. Minus n Quadrat minus 1. Vergesst die Klammer nicht, ne? Ja. Klammersetzung ist ganz wichtig. Ja, das führt zu bösen Fehlern. Und wenn man sich fragt, soll ich da Klammern setzen oder nicht, dann setzt man immer die Klammern. Ja, genau. Ja. Klammern sind nicht falsch. Also außer man setzt die Klammern da irgendwie wild. Aber eine zusätzliche Klammerung schadet nicht. Nee, genau. Lieber eine Klammerung zu viel als zu wenig. Vermeidet böse Fehler. Okay. Ja, brechen wir den Zähler aus. N Quadrat plus 3n minus 4 minus n Quadrat ist plus 1, wenn ich die Klammer auflöse, durch n Quadrat minus 1. Das n Quadrat fällt weg. Und es bleibt übrig 3n minus 3. Ne? Ja. Durch n Quadrat minus 1. So, dann klammern wir mal die 3 aus, können wir ruhig davor vorschreiben. N minus 1 durch n Quadrat minus 1. So, und jetzt wieder unseren allbekannten Trick, dritte binomische Formel. Ne, n Quadrat minus 1 ist dann nichts anderes als n minus 1 mal n plus 1. Das Ganze kürzt sich weg. Das heißt, ja, ich habe nur noch n plus 1 da stehen. Das heißt, ich kann die Betragsfläche weglassen. Das kann nicht negativ werden. 3 durch n plus 1. Hm? Das ist jetzt mein Endergebnis. Ja? Und so ein schönes Ergebnis hätte ich je nachdem nicht rausgekriegt, wenn ich eine Klammer vergessen hätte. Dann hätte ich mich nämlich übelst verrechnet. Und dann steht da nämlich steht nicht so ein schöner Term da, sondern da wird das n Quadrat je nachdem noch drin bleiben und hast du nicht gesehen, ne? Ja? Okay. Ja, und das Ganze wollen wir jetzt irgendwie mal kleiner als Epsilon kriegen, mehr ist das nicht. Ja, ich schreibe mal kleiner mit Ausrufezeichen, das heißt, wir setzen das jetzt mal kleiner als Epsilon, ja? So, das ist eine Ungleichung, die wir jetzt nach n auflösen. Hm? Also, ja, machen wir ruhig mal ein paar Schritte, haben wir noch was Zeit. Wir holen das n plus 1 auf die andere Seite. Da n plus 1 positiv ist, dreht sich das Zeichen nicht rum und es bleibt bei 3 ist kleiner als Epsilon mal n plus 1. So. Dann hole ich das Epsilon rüber. Dreht sich auch nichts rum, ist auch positiv. 3 durch Epsilon ist kleiner n plus 1. Ja, oder n ist größer als 3 durch Epsilon minus 1. Ja? Ja. Das war's. Wenn ich jetzt n0 größer als diese Zahl, die da steht, wähle, bin ich auf der sicheren Seite. Dann ist mein Betrag an minus a kleiner als Epsilon. Ab diesem n0. Ne? So, ich weiß jetzt nicht, wie die Aufgabenstellung formuliert war, ich gehe es aber trotzdem mal an. Bestimmen Sie ein n0. Ja, ich meine, es ist okay, wenn ihr jetzt sagt, das n0 muss größer sein als das.
Wenn man jetzt wirklich ein N0 angeben will, kann man Folgendes machen. N0 ist definiert als, naja, wir brauchen ja quasi die nächsthöhere natürliche Zahl. Ne? N0 muss ja aus N sein. Die ja existiert nach dem Prinzip von Archimedes. Ne? Das kennen wir ja. Nur die Bezeichnung kennt vielleicht noch nicht jeder. Das ist die sogenannte obere Gauss-Klammer. Das schreibt man so. Ja? Y durch Epsilon minus 1. Ne? Ja, das ist immer die nächst höher gelegene eigentlich ganze Zahl. Das ist die Gauss-Klammer ist eigentlich für die ganzen Zahlen definiert. Ne? Und die untere Gauss-Klammer wäre halt die nächstgelegene niedrigere ganze Zahl. Ne? Ja? Es reicht auch, wenn ihr sagt, N0 muss größer sein als das. Ne? Ist okay. Ich wollte es nur mal der Vollständigkeit halber noch angeben. Hm? Ja, könnte man noch dazu sagen, im Englischen heißen diese beiden Funktionen Ceiling und Floor. Also Ceiling ist die obere Gauss-Klammer, nicht Ceiling, die Decke. Ja. Und Floor, der Fußboden, ist die untere Gauss-Klammer. Und so heißen die Funktionen dann typischerweise auch in den Mathematikbibliotheken der Programmiersprachen. Also wenn Sie beispielsweise dann mal in die Java-Mathematikbibliothek gucken, dann finden Sie dort die Ceil-Funktion und die Floor-Funktion, die genau das machen, was der Marco gerade beschrieben hat. Ja, gibt es noch Fragen? Aktuell nicht. So, eine Minute können wir noch warten. Schreibt noch was, wenn ihr was wissen wollt. Jetzt ist die Gelegenheit. Scheint nicht zu kommen. Okay. Ja, könntest du vielleicht noch darauf hinweisen, das waren jetzt alles Gleichheitsumformungen. Mhm. Ja, okay, klar. Das, genau, das muss natürlich nicht immer so einfach sein. Ja, Peter hat ja in der Vorlesung ein paar Beispiele auch gemacht, wo man nach oben abschätzen muss. Ne? Guckt euch das auch mal an, nochmal an. Ne? Das ist sehr wichtig. Es kann auch sein, dass ihr mal hier kleiner gleich stehen habt, dann wird oft natürlich die Dreiecksumgleichung auch verwendet. Ne? Das ist so dann der übliche Trick. Ne? Oder halt diese Sachen wie, ja, wann mache ich einen Bruch größer, indem ich den Nenner kleiner mache. Ne? Solche Sachen. Sowas macht man dann, wenn man Abschätzungen macht. Klar, das ist eine Sache, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das kriegt man auch nur durch Training hin, ne? Weil es ist von vornherein nicht immer direkt klar, wie man abschätzen muss, um an das gewünschte Ziel zu kommen. Ne? Das ist dann auch so ein bisschen Trial and Error. Ne? Das heißt, ich probiere jetzt mal die Abschätzung aus und vielleicht führt sie mich ja zum Ziel. Wenn sie mich nicht zum Ziel führt, muss ich eine andere ausprobieren. Ne? Das ist halt so. Dafür gibt es keine Kochrezepte. Ne? Da muss man sich was überlegen. Stichwort ist obere Dreiecksumgleichung. Dreiecksumgleichung nach oben. Manchmal auch nach unten. Ne? Ja. Werden auf jeden Fall, dann wird das dann sein, beim übernächsten Mal, genau, da wird es eine Aufgabe geben, zu den Grenzwertsätzen, dass AN durch BN gegen A durch B konvergiert, ne? Dass man quasi auch Grenzwert und Bildung und Division vertauschen kann. Da braucht man Abschätzung, und zwar welche, die nicht ganz so einfach sind. Ne? Also da werden wir auch noch genug Beispiele demnächst sehen, wo wir Abschätzungen brauchen. Okay, hier ist noch ein Punkt, auf den sollten wir vielleicht mal kurz eingehen, auch wenn ich es in der Vorlesung schon gesagt habe. Hier kommt die Frage auf. In Aufgabe 4 bzw. 7 Stern steht kleiner gleich Epsilon. Ist das ein Fehler in der Aufgabe?
Nee, das hatte ich auch eben schon erwähnt, das ist also völlig egal, ob hier kleiner oder kleiner gleich steht. Es gab ja auch den Satz in der Vorlesung, dass ja auch kleiner gleich irgendeine Konstante mal Epsilon stehen kann. Ne? Das ist dieses Kappa mal Epsilon, ne? War ja auf einer der Folien. Ne? Ja, also das ist völlig egal. Ich mache ja meinen Epsilon-Streifen beliebig klein. Ne? So, und ob ich jetzt sage, dass ab einem gewissen R0 liegen alle Folgeglieder da drin, oder von mir ist auch noch je nachdem da drauf, das macht keinen Unterschied, weil ich mein Epsilon ja beliebig klein wähle. Ob ich jetzt die Grenzen A plus Epsilon und A minus Epsilon noch dazu nehme, das ist völlig egal. Ne? Das macht gar keinen Unterschied. Hm? Dann fragt noch okay, der hat, ich glaube, die Frage ist jetzt beantwortet, weil er fragt jetzt nochmal nach, genauer, an minus a kleiner gleich Epsilon, aber das hat sozusagen, spielt für die Aussage keine Rolle. Ja. Es ist egal, ob man kleiner Epsilon oder kleiner gleich. Ja, also ich könnte ja auch kleiner gleich haben, das ist völlig egal. Hm? Dann habe ich so, dann würde das stehen. Und dass das völlig egal ist, hat Marco ja gerade schon gesagt, haben wir in der Vorlesung bewiesen. Ja. Also, haben wir doch bewiesen, das spielt keine Rolle. Ja. Die Aussagen sind logisch äquivalent, egal ob man da kleiner oder kleiner gleich. Ja. Gut, dann kommt noch eine Frage zur Aufgabe 5a. Müssen wir nur umstellen, oder? Jetzt kann ich Aufgabe 5a. Das ist ja eine Sternchenaufgabe. Wir haben ja jetzt auch die Tests nicht. Von daher werden die Sternchenaufgaben natürlich auch nicht abgefragt. 5a ist einfach nur eine Division von zwei komplexen Zahlen, die sich wiederum aus Potenzen ergeben. Also hier kannst du mal gerade reingucken. Ich habe es hier. Ich mache es ein bisschen größer. Da steht es. Ach so, ja. Ja, die sind ein bisschen fieser, klar. Ja. Da müsst ihr erst rechnen. Ne? Ja. Erst die Klammern auflösen, das ist ein bisschen Arbeit, ne? Und dann den Trick mit der dritten binomischen Formel verwenden, den ich heute bei der 1,2i angewandt habe. Hm? Ja, da kommt auch die Frage, wieso besprechen wir die Sternchenaufgaben nicht? Habt ihr den ganzen Tag Zeit? Ja, die Sternchenaufgaben, die waren ja ursprünglich dazu gedacht, euch direkt auf die Tests vorzubereiten. Hm? So, das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil, ne, da sagt Peter gleich was zu, die Tests geschehen ja über ein Online-Tool. Ne? Ich habe die Sternchenaufgaben trotzdem mal drin gelassen, das ist für euch selber. Ne? Ihr sollt selber rechnen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, haben wir von Anfang an gesagt, nutzt die Sternchenaufgaben, um selber was zu Papier zu bringen. Ne? Und wie gesagt, wir geben euch ein Feedback. Ne? Frau Markov hat angeboten, ich biete es an, werft uns was ins Postfach oder sendet uns einen Scan zu, wir korrigieren das und geben euch eine Rückmeldung. Ja? Oder ihr kommt vorbei. Zu zwei Treffen darf man es ja immer noch. Ne? Ja? Also, die Sternchenaufgaben sind zum Selbermachen da. Gut. Ja, ist angekommen. Ja. Es nützt nichts, wenn alles vorgebetet wird. Ne? Da kommt ihr nicht weiter. Ja. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Okay. Gut, dann machen wir eine kleine Zigarettenpause. Bis gleich. Achso. Jetzt kommt noch die Bemerkung, ja, aber die können wir ja doch trotzdem besprechen.